Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Heute mal wieder mit einer Kriegsreport-Folge. Die letzte ist ein bisschen her. Hat auch damit zu tun, dass, Weihnachtsferien quasi waren. Also, wir sind zwar alle irgendwie nicht mehr Schüler bei uns im Clan. Oder außer einer Ausnahme, glaube ich. Wir sind alle schon volljährig. Aber, da hat man ja Besseres zu tun, unter Umständen. So Weihnachten, da kann man ja mit der Familie. Viele von waren sogar im Urlaub, einer sogar in Südafrika. Richtig schön. Und deswegen gab es nicht so viel Clan Lore. Wir hatten jetzt den ersten im neuen Jahr. Und da will ich euch jetzt mal ein bisschen was draus zeigen. So, und ihr könnt sehen, grün, natürlich grün. Wir verlieren ja irgendwie nicht mehr. Toi, toi, toi. 53 zu 44. Nur 47 benutzte Angriffe. Eigentlich haben wir meistens eine 100% Beteiligung, aber lief dieses Mal nicht ganz so gut. War aber auch nicht so schlimm. Wir wussten relativ früh, die Gegner haben relativ schnell ihre Angriffe rausgehauen und da wussten wir schon, okay, das wird nicht so gefährlich. Ich glaube, wir fangen mal an mit der Verteidigung, die ich habe. Einen Stern hat er bekommen. Truppen an sich, würde ich sagen, taugen. Da kann man es auch schaffen, zwei Sterne zu holen. Also, ich denke, mit den Truppen hätte ich es auch geschafft, zwei Sterne zu holen. Er hat meine Clanburg gelockt. Verstehe ich nicht so zu hundertprozentig. Er hat ja einen Blitz dabei. Lockt die jetzt nach da oben. Zieht sie ein bisschen zusammen. Und blitzt sie jetzt trotzdem. Irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn. Entweder rauslocken oder blitzen. So verbraucht man ja quasi doppelte Einheiten. Also Einheiten und Zauber. Sitzt da zwei Golems. Finde ich gut. Ich merke, dass die Leute bei der Base immer von oben angreifen. Deswegen werde ich auch versuchen, jetzt oben erstmal die starken Mauern hinzubauen. Macht da ein Loch rein. Kommt auch schön in die Mitte. Die Riesenbomben sitzen natürlich sehr schön. Da sind die Magier schlapp. Schwungzauber ist natürlich einfach, dann da drüber zu kommen. Da muss ich mir was überlegen. Vielleicht nehme ich doch ein anderes Base Design, weil Schwungzauber bist du auf jeden Fall über beide Mauern drüber. Die stehen so nah. Aber selbst wenn er jetzt hier drin ist, heißt das nicht, dass er rauskommt, weil dann sind halt die starken Mauern und die schützen auch die X-Bögen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht sogar von unten angreifen würde an seiner Stelle. Ja, die Golems lenken halt die X-Bögen ab, dadurch kann die Queen mein Rathaus zerstören. Aber das war's dann. Weiter ist nicht. Hätte er jetzt noch ein paar Bogenschützen, könnte er vielleicht, oder ein Lakai da bei den Kanonen, könnte er vielleicht die 50% schaffen. Aber nicht mit den Einheiten, die er noch hat. Holt sich jetzt noch den einen Sammler, aber, oder holt er sich? Ja, holt sich noch, aber dann war's das halt. 37%. Ist in Ordnung, finde ich. Einen Stern kann man abgeben, das ist nicht schlimm. Aber jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Highlight. Meinem ersten Angriff. Ich bin so stolz darauf. Ihr könnt euch denken, es sind drei Sterne. Nummer 6. Aber nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise wie. Also erstmal seht ihr, diese Base hatte ich auch mal. Also zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich wusste, unten bei den Magierturmen liegen und zwischen Magierturm und Flugabwehr liegen irgendwo die Riesenbomben, um Magier zu töten. Deswegen müssen da vorher die Golems durchlaufen mit genug Abstand, damit die ganzen Magier nicht hochgehen. Hier habe ich jetzt vermutet, sind die ganzen Tesla. Und hier oben werden auch nochmal bei der Kanone irgendwie Riesenbomben sein, zwischen Kanonen und Magierturm. Aber gucken wir mal. Nein, nicht zweimal. Also, hab dann die Golems vorgeschickt zu den Kanonen. Einzelne Magier schön verstreut, damit auch keine großen Bomben irgendwie Schaden machen. Dann erstmal die Pekka hinterher. Pekka ist so eine Riesenbombe auch egal. Da ist eine Riesenbombe. Gehen nicht so viele Magier drauf, ich glaube zwei. Da unten bei der anderen, die löst der Golem aus, passiert auch nicht viel. Sprungzauber ist schon da. Und dann sehe ich, oh, da sind ja Skelettfallen. Huch. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber okay.
Die Magier machen mit den Skelettfallen einen relativ kurzen Prozess. Ich zünde dann trotzdem mein King. Dann kommt nämlich auch die Clanburg und damit es ein paar Einheiten mehr sind, worauf, damit die sich nicht alle auf eins konzentrieren. Der Blitz sitzt perfekt, glaube ich. Also im Vergleich zu sonst sitzt er richtig, richtig gut. So, alles in der Mitte. Aber ihr seht unten links schon, ich habe noch Balloons mit. Ich habe mir gedacht, Balloons. Wollte sie dann eigentlich für die Bogitürme setzen, hat man gesehen, dass die Tesla da oben hochploppen. Jeweils ein Magierturm, bam, drauf. Ach, ein Loon drauf und kaputt. Jetzt konzentrieren sich hier die Bogenschützentürme auf den Päcker. Dadurch kann der bam, bam. Und macht dann den zweiten Bogiturm auch kaputt. Das ist schön. So stören diese Bogitürme nicht mehr die anderen Einheiten. Das andere ist jetzt nur noch, fast nur noch Flächenschaden. Das ist ein Päcker egal. Dann sehe ich, okay, hier, die Bogenschützen konzentrieren sich auf die Golems. Schicke wieder zwei Loons, die ich noch hatte. Und die schaffen es jetzt auch und haben dann auch noch genug HP. Können sogar noch ein bisschen rumfliegen. Der hier eine macht die Kanone kaputt, die hier sonst auch noch schaden muss. In der Mitte, meine Queen räumt ein bisschen auf. Muss natürlich jetzt durch die Mauer durch, wird vom Mörser beschossen. Ist natürlich relativ knapp. Jetzt lässt der Loon zwar die Bombe fallen, aber wie ihr seht, ich war mir nicht sicher, ob ich meine Queen das überlebt. Vielleicht hat sie es knapp überlebt, aber es war mir nicht sicher genug, dann lieber so. Und dann war es halt klar, die Loons lösen zwar da noch eine Luftmine aus, aber mein Gott, passiert, ist ja egal. Die haben ihren Zweck ja erfüllt. Es ging mir ja eigentlich nur darum, um die Bogitürme auszuschalten. Hatte jeweils einen Loon mehr mit, Gott sei Dank, für die Tesla, sonst wäre es nämlich knapp geworden. Und dann, bam, 3 Sterne. Ich habe schon überlegt, wie ich es nennen soll. GoVP Spezial. LogoVP. GoLoVP. Oder GoVPLo. Ich weiß nicht. Habt ihr irgendeine Idee? Ah, okay. Der Leo, der Champ, der jetzt es auch geschafft hat, braucht mal eben ein paar Magier. Kriegt er doch. So. Und mein zweiter Angriff, genau hier, sind nur 2 Sterne. Aber die Base ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man das vielleicht mit Schweinen auf 3 Sterne schafft, aber mit GoVP finde ich es schwierig durch diese ganzen kleinen Kacheln. Hab dann einen Wutzauber und hatte sehr viel Mauerbrecher bei und mit dem Wutzauber sprengen die zumindest ein bisschen Löcher rein, die wurden leider von irgendwem getargetet. Irgendwie klingt das falsch. Also sie wurden ins Ziel gefasst von irgendwen, deswegen sind da irgendwie mehr Mauerbrecher draufgegangen, als ich dachte. Die Base finde ich irgendwie tricky. Da ist auch vorher schon jemand von uns, na, gescheiter würde ich nicht sagen, der hatte irgendwie 70%, aber nur 1 Stern, weil die Leute alle außen rumgelaufen sind. Das Problem habe ich ja zum Glück eher selten. Das habe ich ja ganz gut unter Kontrolle. Dann war es down, hatte ich ja schon den 2. Stern und eigentlich habe ich nicht mit mehr gerechnet, aber ich dachte mir, ich kann eh nicht mehr farmen. Lässt du mal deine Helden kaputt gehen, egal. Hätte ja sein können, dass irgendwie durch ein Wunder was klappt, aber wenn der X-Bogen nicht wäre und der Bogiturm, wäre es eventuell eine Möglichkeit gewesen, dass es klappt, aber so. Hätte ich jetzt, ich ärgere mich gerade, wenn ich das so sehe, hätte ich da vielleicht auch Loons mitnehmen sollen. Jetzt konzentrieren sie alles drauf, hätte ich jetzt 3 Loons dabei, bam, 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 würden die alles wegräumen. Aber die Packer hatten halt auch nicht mehr so viel Energie. Und dann war es das. Immerhin 79%, 2 Sterne. Für die Nummer 5, glaube ich, finde ich das in Ordnung. Kann man mit leben. Haben wir denn sonst noch irgendwelche schönen Sachen? Kriegsstatistik. Heroischer Angriff vom lieben... Nein, das ist die heroische Verteidigung. Das wollen wir nicht. Nein, 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 nein. Wir wollen die heroische Verteidigung. Mein Gott, was mache ich denn hier? Elritzer. So. Ja.
Ein Rathaus 9er. Mit 3 Luftabwehren ohne X-Bögen. Er scheint also gerade hochgekommen zu sein. Ich frage mich, wieso man... Er hat sein Rathaus geupgradet. Dann würde ich doch sofort, wirklich ganz sofort, einen X-Bogen bauen. Vor allem, wenn ich weiß, wir spielen CW, würde ich sogar beide bauen. Vorher macht man das Gold, müsste man eigentlich eh genug Gold in den Lagern haben. Aber okay, guckt euch seine Mauern an. Wahrscheinlich ist er nicht so der Farmer. Hat nicht so die Riesenlust. Die Balloons räumen auch gut auf. Das ist nämlich auch so, ihr habt gerade gesehen, Luftmine auf die Balloons. Wenn so ein Loon kaputt geht durch die Luftmine, stört das nicht so sehr. Natürlich fehlt dann ein Loon. Aber so ein Loon hat nur 300, nein, wie viel hat so ein 500 HP? Und eine Luftmine hat über 1000 Schaden, je nachdem welches Level. Ich glaube bis zu 1900. Oder 1700, ich bin mir unschlüssig. Auf Rathaus 9 glaube ich auf jeden Fall nicht höher als 1000. Ich sage lieber nichts Falsches. Wenn so ein Loon die auslöst, gehen quasi Schadenspunkte verloren. Beim Drachen gehen die komplett rein, wenn er nicht gerade schon angehittet ist. Aber so ein voll, noch richtig gesunder Drache geht dann fast kaputt und der Loon, ja mein Gott, passiert. Na guck mal, guckt euch das an. Es sind jetzt noch 4 Drachen da. Der eine nur ganz knapp. Jetzt geht natürlich nicht mehr viel kaputt, aber... Er hätte... Ich glaube, es ist sinnvoller, echt Loons mitzunehmen. Max Loons natürlich. Loons Level 5 nicht. Als noch ein Level 4 Drachen oder sowas. Aber schöner Angriff, muss ich sagen. War noch irgendwas Außergewöhnliches? Ja, ich finde, Leo hat es verdient, auch vorzukommen. Er ist ja Richtung Champ gegangen und am Ende auch mit GoVP und man merkt es, finde ich. Läuft nicht alles perfekt. Also das sieht nicht schlecht aus. Der Zauber kommt zu spät, wenn er da vorhat, die Dings reinzusetzen. Er müsste einen Ticken eher kommen. Die Mauerbrecher meine ich natürlich. So. Das sieht so an sich gut aus. Ich glaube, ich fand den Frostzauber einen Ticken zu früh, den hätte ich ein bisschen später gesetzt. Aber mit Frostzauber kenne ich mich nicht so aus. Er hat noch einen Frostzauber. Ich weiß ja nicht, würde ich das auf dem Inferno setzen? Also auf die Tesla. Weil auf die Tesla ist auch nicht verkehrt bei den ganzen Packer. Der Inferno juckt den Packer nicht wirklich, ist ja ein Multi-Inferno. Er war auf jeden Fall in der Mitte, hat es gut gemacht, finde ich. Bei ihm regelt gerade auch die Queen von hinten so ein bisschen. Hätte an der Stelle abbrechen können, finde ich. Aber das machen wir bei uns irgendwie im Clan fast nie. Irgendwie wird immer bis zum bitteren Ende. Wobei er jetzt natürlich da noch ein bisschen die Lager mitnehmen kann, aber in so einem Lager hier im Clan, wo ist ja nicht viel drin. Ein 20er Queen hätte ich jetzt auch gerne. Irgendwann. Lockere, sehr lockere 2 Sterne. Ohne Blitzzauber hat er sich anscheinend so angeeignet. Ich finde Blitzzauber sinnvoll, aber ich greife meistens auch nicht als einer der Ersten an. Wenn man sieht, dass der Gegner in jeder Clanburg, sagen wir, es sind schon 10 Angriffe von 40 durch und in jeder Clanburg war ein Drache drin, dann ist so ein Blitzzauber natürlich nicht so ideal. Wenn immer gemischt ist, kann man Pech haben, aber dann, keine Ahnung, dann blitzt man halt irgendein Gebäude weg oder so, wo es was ganz knapp noch steht, was aber stört. Gucken wir uns noch deren heroischen Angriff an. Gegen Alex Hammer. Mit Loons. Genau, den habe ich nämlich auch gesucht. Alex hat seine X-Bögen auf Boden. Ich finde es irgendwie lustig, dass er gerade mit dem einen Loon gelockt hat. Oder versucht hat zu locken. Müsste ihm aber klar sein, dass das nicht klappt. Die Sache ist halt, es sind sehr viele Loons. Der Lava-Hund
tankt natürlich anfangs schön Schaden weg. Ist natürlich, da oben kommen Bodentruppen, jetzt kommen gehen die ganzen Skelette, beziehungsweise die Skelette lenken jetzt auch die Minions ab. Jetzt sind die Minions da noch am Rödeln. Auch nicht schlecht am Rödeln. Allerdings leben noch 3 Luftabwehren. 3 von 4. Das ist zu viel. Bogitürme leben auch noch 3. Und Tesla sind auch relativ gefährlich, wenn die nah am Rathaus stehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es ausging. War es 1 stehen oder 2? Ich glaube... Theoretisch dürfte es nur einer sein. Oder? Nee. Die Queen macht genug Schaden, der X-Bogen zu wenig. Und dadurch, bam, 2. Stern. Also so an sich nicht schlecht gemacht, aber mit der Clanburg ist halt, die muss er gelockt kriegen. Ohne wenn die Clanburg nicht gelockt ist, ist das richtig, richtig schwierig bei Balonien. Oder halt einen Blitz mitnehmen, aber... Der Blitz erreicht ja meistens nicht die komplette Clanburg, also der zerstört sie nicht komplett, der lässt immer so ein bisschen... Die Magier haben da noch ein Fitzelchen und bei Balloons kann halt dieser Fitzel reichen, weil die dann einfach bam bam und dann fallen alle Loons vom Himmel. Aber ich denke, das sollte es sein, wir haben wieder gewonnen. Und der nächste Clankrieg läuft auch schon, aber es ist noch Vorbereitungstag, also keine Sorge, ihr verpasst nichts. Und ihr werdet auch demnächst wieder mehr Kriegsfolgen sehen, wenn die, jetzt wo die Pause vorbei ist, spielen wir wieder 3 Spielen. Genau. Machen wir wieder 3 Clankriege die Woche. Und da werde ich bestimmt noch ein paar Ausschnitte zeigen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.